Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen mit dem Tagesordnungspunkt 44. Den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Sprach- und Wertevermittlung für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien. Das sind die Drucksache 19/3563 und 19/3885. 5 Minuten je Fraktion. Und es beginnt die Frau Kollegin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Innerhalb weniger Monate hat das deutsche Asylrecht die größten Verschärfungen seit über 20 Jahren erfahren. Mit beschleunigten Asylverfahren, verschärfter Residenzpflicht und Abschiebungen trotz Traumata setzt die Bundesregierung im Anti-Asyl-Paket II rechtspopulistische Forderungen in geltendes Recht um. Davon sind auch geflüchtete Kinder und Jugendliche mit ihren Familien betroffen. Grundsätzlich steht Kindern ein Recht auf Bildung und Schule als allgemeines Menschenrecht gemäß Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zu, das in Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention konkretisiert wurde. Artikel 22 der Genfer Flüchtlingskonvention schreibt den Zugang zu öffentlicher Erziehung auch für Flüchtlinge vor. In Artikel 1, 2 und 3 Grundgesetz ist das Grundrecht auf Bildung auch für asylsuchende Minderjährige festgelegt. In den Artikeln 56 bis 68 des Hessischen Schulgesetzes ist die Schulpflicht verankert, und in § 46 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses ergänzen die Schulpflicht und das Recht auf Schulbesuch für Schülerinnen mit nichtdeutscher Herkunftssprache. Das heißt, auch die Kinder, die nicht schulpflichtig sind, haben ein Recht auf den Besuch einer Schule ab dem 6. Lebensjahr. Das Recht auf Bildung ist ein eigenständiges kulturelles Menschenrecht und ein zentrales Instrument, um die Verwirklichung anderer Menschenrechte zu fördern. Bildung ist insbesondere wichtig für die Fähigkeit des Menschen, sich für eigene Rechte einzusetzen. Dieses Recht gilt für alle gleichermaßen, ohne Diskriminierung hinsichtlich Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion und Herkunft. Aber was nutzen denn die ganzen Vorschriften, wenn die Asylrechtsverschärfung, von der auch Kinder und Jugendliche essentiell betroffen sind, im Widerspruch dazu stehen? Das Recht auf Besuch einer Schule kann auf Antrag bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung eingefördert werden, was in der Praxis aber leider selten geschieht. Grundsätzlich gilt in Hessen, solange die Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, was bis zu 6 Monate dauern kann, manchmal auch länger, wie wir wissen, sie haben keine Schulpflicht. Diese beginnt erst, wenn sie einer Gebietskörperschaft zugewiesen worden sind. Das ist unseres Erachtens menschenunwürdig und muss geändert werden. Vor allen Dingen muss dabei die Unterscheidung nach guten mit Bleibeperspektive und schlechten, also ohne Bleibeperspektive, Geflüchteten, diese Unterscheidung muss abgeschafft werden. Das heißt, das Recht auf Bildung muss unabhängig davon gelten, ob eine Bleibeperspektive besteht oder nicht. Denn nicht die Integrationschancen dürfen von politisch festgelegten Bleibeperspektiven abhängen, sondern umgekehrt soll der freie Zugang zu effektiven Integrationsmaßnahmen dazu dienen, die Lebensperspektive für jeden einzelnen Flüchtling nachhaltig zu erhöhen. Die Regierung propagiert, dass Flüchtlinge durch Bildung integriert werden sollen und dass Bildung der Schlüssel zur Integration sei. Sicher ist, dass Integration nicht ohne Bildung funktionieren kann, aber es muss etwas dafür getan werden. Um das Recht auf Bildung in Anspruch nehmen zu können, fordern wir die Landesregierung auf, den Ermessensspielraum von 6 Monaten zum Verbleib in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht auszuschöpfen, sondern die Aufenthaltsdauer dort auf längstens 3 Monate zu begrenzen. Wir haben ja schon gehört, dass man sich auch in diese Richtung bemüht, gerade auch bei Familien mit Kindern. Wir schließen uns der Forderung der GEW an, dass eine Beschulung schon in der Erstaufnahmeeinrichtung beginnen soll, wie es in Berlin und im Saarland schon umgesetzt wird. Ich begrüße daher, Herr Minister Grüttner, sehr stark, dass in Ihrem gerade verteilten Antrag schreiben, dass auch Kindern in Erstaufnahmeeinrichtungen, dass auch die ein Recht darauf haben, die Schule zu besuchen, also nicht nur unterrichtet zu werden. Da wären, okay, ist mir recht.
Da wären wir uns also einig. Die Frage bleibt aber trotzdem, was kann die Landesregierung dazu tun, dass dies nur eine Ausnahme bleibt, nämlich nicht beschult zu werden. Um sicherzustellen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche und schon während des Aufenthalts in der Erstaufnahmerichtung die Möglichkeit hat, eine Schule zu suchen, müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für die Umsetzung fordern wir die Landesregierung auf, die Lehrerversorgung an den Schulen anzupassen, den Transport sicherzustellen und sicherzustellen, dass die Flüchtlinge zeitnah informiert werden. Um die Sprache frühzeitig zu erlernen, ist ein frühestmöglicher Schulbesuch sicherzustellen, der dann auch mit einer Integration einhergehen kann. Das Engagement und die Leistungsfähigkeit von Ehrenamtlichen reichen dafür nicht aus, sondern Unterricht muss von qualifizierten Personen, von Lehrerinnen durchgeführt werden. Dabei kann eine detaillierte Erfassung der vorhandenen schulischen Kompetenzen bereits frühzeitig in den Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für das Zuhören jetzt, heute und in den fast letzten 9 Jahren, in denen ich hier für meine Überzeugungen eintreten durfte. Ich wünsche diesem Hause ein glückliches Händchen für die nächsten Jahre. Entscheiden Sie klug. Ich werde nur noch von außen meinen Senf dazugeben können, wie alle normalen hessischen Bürgerinnen und Bürger. Aber ich werde genauso davon betroffen sein, was Sie hier entscheiden. Und von daher freue ich mich darüber, dass ich hier sein durfte diese Jahre und wünsche Ihnen ein glückliches Händchen und vielen Dank. Liebe Frau Kollegin Cárdenas, ich darf im Namen des gesamten Hauses Ihnen ein herzliches Wort des Dankes sagen für Ihren Einsatz im Hessischen Landtag für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Sie sind streitbar und auch streitlustig immer gewesen, aber Sie waren auch immer eine faire Kollegin hier in diesem Haus. Dafür möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich danken und für Ihren weiteren Weg alles Gute, Glück auf und Gottes Segen, liebe Barbara. Ich muss dir was sagen. Ich bin doch völlig überfordert. Ich glaube, trotzdem müssen wir weitermachen. Bitte? Meinst du nicht, dass wir weitermachen? Oh ja, wir machen. Bis die. So, meine Damen und Herren, wir machen gleich weiter in der Debatte. So, ihr Lieben, darf ich langsam bitten? Wir können ja weitermachen. Ja, es ist doch in Ordnung. Ich bin doch sehr nachsichtig, das weißt du doch. So, meine Damen und Herren, wir machen hier weiter in der Debatte. Nächster Redner ist der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Gerhard. Eins wird zukünftig fehlen, diese vielen Minuten, die man braucht, um nach Barbara Cárdenas das Pult wieder hochzukriegen. Diesmal vorab und als kleine Girlande, liebe Barbara, das Geschenk kriegst du morgen. Und meinen persönlichen Dank für 9 sehr kollegiale, sehr freundschaftliche Jahre in 2 Enquete-Kommissionen, die wir durchlitten und gemeinsam durchkämpft und durcharbeitet haben. Herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute. Allerdings kann ich dir nicht ersparen, dass ich jetzt zu diesem Antrag ein paar kritische Worte sagen muss.
Es ist einer von den Anträgen, die durch längeres Liegengebliebensein nicht wirklich besser geworden sind. Wir hatten ja vorhin schon einmal eine Debatte zu dem Thema lange Anträge. Übrigens, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, der Ursprungsantrag ist vom 5. Juli. Und Sie kommen heute eine Stunde vor der Debatte mit einem dringlichen Antrag. Das muss jetzt wirklich auch nicht sein. Ich will ihn trotzdem behandeln. Aber jetzt zunächst einmal zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. Es ist ohne jede Frage richtig, dass Bildung für Kinder und Jugendliche ein Menschenrecht ist, ein unabdingbares, und dass insofern das Recht auf Schulbesuch besteht. Das war so, und das muss so bleiben. Das heißt aber nicht, wir hatten ja Gelegenheit, das in der letzten Ausschussrunde in zwei Ausschüssen zu diskutieren, nämlich einmal aus Anlass des Antrags, den die SPD-Fraktion im Zusammenhang mit der Regierungserklärung des Kultusministers eingereicht hatte, und zum anderen am nächsten Tag im Zusammenhang mit einem Berichtsantrag, mit einem Bericht zu einem Berichtsantrag zur Situation der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Das war übrigens eine sehr interessante und widersprüchliche Diskussion, was das Verhalten der Koalition angeht. Der Ertrag aus unserer Sicht ist folgender. Ja, es muss ein Sprachförderungs- und ein Bildungsangebot auch für Kinder und Jugendliche in Erstaufnahmeeinrichtungen geben. Ob dieses Angebot dadurch sichergestellt wird, dass diese Kinder die Regelschulen besuchen, ist eine andere Frage. Insofern glaube ich, kurzer Vorgriff auf den Antrag der Koalition, dass das, was dort unter Punkt 4 gesagt wird, ein sehr bedenkenswerter Hinweis ist. Wir hatten deswegen in unserem Antrag in der letzten Runde auch formuliert, dass ein situationsadäquates, situationsangemessenes, die besondere Lage von Kindern und Jugendlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen berücksichtigendes Bildungsangebot gemacht werden muss. Das ist interessanterweise von den Kollegen von der Koalition im Ausschuss abgelehnt worden. Man hat sich teilweise auch ein bisschen darüber lustig gemacht. Am nächsten Tag erfahren wir dann im Zusammenhang, doch, das war so, Frau Ragensburg, so habe ich es empfunden. Es ist uns auch abgesprochen worden, dass es uns um die Sache ginge, wenn ich Sie erinnern darf. Sie waren ja dabei, und Sie waren auch am nächsten Tag dabei, als es um die Situation UMAs ging, wo berichtet worden ist über genau ein solches Angebot in der damaligen, existierenden früheren Erstaufnahmeeinrichtung im Neckermann-Gebäude in Frankfurt. Das sind genau die Dinge, die wir uns vorstellen als ein situationsadäquates Angebot der Bildung für alle Kinder und Jugendlichen, auch unter den Bedingungen der Erstaufnahmeeinrichtung. Ich will nicht bestreiten, dass es in dem einen oder anderen Fall, und das muss dann die Familie, und deswegen muss sichergestellt werden, dass die Zugänge möglich sind. Da stimme ich überein, dass im Einzelfall auch eine Beschulung für einen gewissen Zeitraum in einer Regelschule infrage kommen kann. Das will ich nicht ausschließen, aber ich bezweifle es, insbesondere unter den Bedingungen, dass es gelingt, und das muss gelingen. Das ist jetzt der zweite Teil des linken Antrags. Es muss gelingen, gerade die Aufenthaltsdauer von Kindern und Jugendlichen in der Erstaufnahme auf das absolut Unumgängliche zu reduzieren. Und mein Eindruck ist, dass daran mit Kräften gearbeitet wird. Es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche, ob mit oder ohne Familien, mehrere Monate bis zu einem halben Jahr in Erstaufnahmeeinrichtungen zubringen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und deswegen in der Tat muss bei der Zuweisung an die Kommunen und ich sage mal, die jetzt doch deutlich zurückgehenden Flüchtlingszahlen, wir haben ja heute eine neue Standmeldung bekommen, die etwa darauf hindeutet, dass wir in diesem Jahr 300.000 neu zugehende Flüchtlinge bekommen werden. Das ist deutlich niedriger, als die Schätzung bisher war. Vor diesem Hintergrund sollte es gelingen, insbesondere Kinder und Jugendlichen und ihre Familien beschleunigt und eben deutlich unter 6 und deutlich unter 3 Monaten an die Kommunen zuzuweisen. Und dann stellt sich das Problem nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern dann wird die Schulpflicht eintreten. Und gleichzeitig auch für die Kinder aus Familien, das werden nicht so viele sein, weil die sicheren Herkunftsstaaten sind die Westbalkanstaaten und die nordafrikanischen Staaten. Aus denen kommen überwiegend, wenn überhaupt noch, alleinstehende Personen, ganz überwiegend. Es heißt nicht, dass es im Einzelfall auch anders sein kann. Darüber habe ich aber gesprochen, und dann muss es für den Einzelfall ein adäquates Angebot geben. Letzter Satz. Es ist auch vom Minister heute gesagt worden, das habe ich gern gehört,
habe ich gern gehört, dass es auch für solche Kinder und Jugendlichen unabhängig von der Bleibeperspektive ein solches Angebot geben muss. Wir unterschreiben das ganz deutlich, weil es kann unter keinen Umständen schaden, dass gerade Kinder, die lange auch keine Bildungsangebote gehabt haben, dass sie etwas mehr mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Auch ich schließe mich den Gratulationen meiner Vorredner an und wünsche Ihnen, Frau Cárdenas, für Ihre Zukunft alles Gute. Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde gibt mir die Aktuelle Stunde zu dem Thema Erstaufnahme gibt mir die Gelegenheit darzustellen, dass Sprachförderung für die gerade in dem letzten Jahr in großer Anzahl eingetroffenen Flüchtlingskinder ein absolutes Erfolgsmodell hier in Hessen ist. Meine Damen und Herren, es war nämlich keineswegs selbstverständlich, dass es gelungen ist, seit dem letzten Jahr 900 neue Intensivklassen und Kurse an den hessischen Schulen einzurichten. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass 1.100 neue Lehrer in der Sprachförderung in unseren Schulen arbeiten und dafür sorgen, dass über 15.000 Kinder aus Flüchtlingsfamilien in Hessen beschult werden und die deutsche Sprache erlernen. Hessen nimmt die Schulpflicht der Flüchtlingskinder, die in unseren Kommunen leben, nämlich nicht nur sehr ernst, sondern Hessen hat auch außerordentlich flexibel auf den steigenden Sprachförderbedarf reagiert. Ich denke, das ist auch ein Applaus wert. Sehr begrüßen möchte ich auch, dass neuerdings auch bei der GEW und natürlich auch bei der LINKEN die Erkenntnis unumstritten ist, nämlich das Beherrschen der deutschen Sprache ist der Schlüssel zu schulischem Erfolg und der Schlüssel zu gelingender Integration. Natürlich war auch für mich die Zeit, die viele Familien in der Erstaufnahme wegen der zunächst schleppenden Antragsbearbeitung verbleiben mussten, deutlich zu lang. Da stimme ich sehr mit Ihnen, Herr Merz, überein. Doch jetzt arbeitet, das haben Sie auch dargestellt, das Bundesamt für Migration zügig. Die Zuweisungen der Familien in die Kommunen, das sehen wir auch an den Zahlen, Herr Roth, ist deutlich gesunken. Und zudem sinkt jetzt dann natürlich auch die Zahl der Flüchtlingskinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen rapide, insbesondere die, die schon länger in der Erstaufnahme verbracht haben. Ja, es trifft zu, das ist erwähnt worden, dass Kinder und Jugendliche in der Erstaufnahme ein Recht auf Beschulung haben. Jedoch macht auch durch die Kurzfristigkeit der Unterbringung die Zuweisung in den Schulen pädagogisch wenig Sinn, wenn sie nach kurzer Zeit dann in die Kommunen gehen. Wir halten es für pädagogisch viel sinnvoller, die Familien möglichst schnell den Kommunen zuzuweisen. Auch da sind wir uns mit der SPD einig. Und denn dann kann dort der systematische Sprachförderunterricht beginnen. So können die Kinder und die Jugendlichen Bindungen zu ihren Mitschülern aufbauen und Freundschaften über die Herkunftsländer entstehen lassen. In meinen Augen ist es für den Lernerfolg enorm wichtig, dass es eine Konstanz in einem solchen Sprachunterricht gibt und dass diese Kinder nicht wieder aus Lerngruppen herausgerissen werden. Herr Merz hat es aber auch erwähnt, trotzdem gibt es auch bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen Angebote für Kinder. Es gibt Vorlesepaten, es gibt niederschwellige Sprachförder- und Unterrichtsprojekte, um Kinder aus ihren traumatisierten Erlebnissen herauszuholen und auf die Schule vorzubereiten. Ehrenamtliche, z.B. Lehramtsstudenten, lesen vor und informieren über das Leben in Deutschland. Ein Angebot hat Herr Merz erwähnt, nämlich im Neckermann-Gebäude hatte sich die Barfußschule des ASB
konstituiert, aber es gibt solche Angebote auch in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen. Im Namen meiner Fraktion möchte ich all denjenigen danken, die den Kindern nach oft traumatischen Erlebnissen im Krieg und auf der Flucht spielerisch und niederschwellig Angebote zur Sprachförderung und Werteorientierung in unseren Erstaufnahmeeinrichtungen bieten. Und ich möchte erwähnen, der im Einsatz der Ehrenamtlichen, aber auch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Flüchtlingsbetreuung gilt an dieser Stelle unsere besondere Anerkennung und unser Dank. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie eine hervorragende Arbeit machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion der Heiligen Stadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin Cárdenas, ich möchte Ihnen auch noch einmal für die gute Zusammenarbeit nicht nur im Sozialbereich danken, sondern vor allem auch im Petitionsbereich. Man kann, glaube ich, über Sie sagen, auch wenn ich jetzt politisch nicht aus Ihrer Richtung komme, aber man kann über Sie als Mensch sagen, es ist auffällig, wie Sie sich für die Menschen eingesetzt haben, auch gerade im Petitionsbereich, dass Sie sich wirklich intensiv gekümmert haben. Das respektiere ich ausdrücklich, auch wenn ich viele Ihrer politischen Initiativen hier nicht zustimmen konnte. Aber viel Glück auf Ihrem weiteren Lebensweg. Ich denke, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Zu dem Antrag, den Sie eingebracht haben, ist schon viel gesagt worden. Um die Uhrzeit muss man nicht zwingend alles wiederholen. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Situation an den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen deutlich verändert hat, dass sie sich deutlich entschärft hat, dass es der Landesregierung gelungen ist, mit Hilfe ehrenamtlicher Sprach- und Bildungsangebote sicherzustellen, und dass wir eine Situation haben, dass wir nur noch wenige Konzentrationen von Flüchtlingen haben. Wenn wir dort eine Beschulung sicherstellen wollten, müssten wir investieren, müssten räumliche Voraussetzungen verbessern. Von daher die Frage, wie schnell so etwas überhaupt umsetzbar ist, ob das zielgerichtet wäre. Unser Ziel muss es sein, dass die Menschen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen einkommen, zügig und schnell verteilt werden auf die Kommunen und dort dann auch tatsächlich Integration stattfinden kann. Es ist richtig, dass wir versuchen sollten, so früh wie möglich die deutsche Sprache an die Flüchtlinge heranzutragen, vielleicht auch die Möglichkeit, Bildungsangebote nachzufragen. Aber ich glaube auch an der Stelle, dass es keinen so großen Dissens gibt, wo die Schwerpunkte zu setzen sind. Der Schwerpunkt der Integration wird sicherlich in den Kommunen liegen. Darum können wir leider Ihrem Antrag nicht zustimmen. Die Ausschussberatung oder die Abstimmung, das ist ja noch nicht ganz klar, wird dann noch einmal detailliert sein. Aber die Argumente sind ausreichend ausgetauscht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Wenn man eine andere Reihenfolge. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kernpunkt des Tagesordnungspunktes, den DIE LINKE einreicht, ist die Frage des Rechts auf Beschulung. Ich finde, Sie haben das Recht auf eine Antwort, Frau Kollegin Cárdenas. Wir haben in unserem Antrag auch nicht eine Zehntelsekunde gezögert, um unsere Haltung klarzumachen. Selbstverständlich besteht in den Erstaufnahmeeinrichtungen das Recht darauf, eine Schule zu besuchen. Damit ist die Frage als Haltung und auch als eine rechtliche Haltung klar beantwortet. Erstens. Zweitens. Wir sehen auch in unserem Punkt 4, dass wir gesagt haben, dass es natürlich um das Kindeswohl geht. Und wenn es um das Kindeswohl geht, und ich glaube, viele von uns haben ja Erstaufnahmeeinrichtungen besucht, dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Verweildauer zunehmend kürzer wird. Sie ist in einigen Bereichen noch zu lange, über 6 Monate, aber dass sie zunehmend schneller wird, oftmals nur noch wenige Wochen. Die Ankunftsstraßen haben ihr Übriges in Gießen zum Beispiel dazu beigetragen. Und dass es dann natürlich eine pädagogische Frage ist, eine Frage, ob es für das Kindeswohl klug ist, jetzt sozusagen eine Grundschule zuzuführen beispielsweise, oder ob es
in welcher Form das nun stattfinden wird. Das heißt, dieser Abwägungsprozess ist völlig richtig, dass der stattfindet. Der psychologisch-pädagogisch-soziale Erwägung haben wir das genannt. Der muss vorab stattfinden. Aber es rüttelt nicht an dem Recht auf Beschulung. Aber es hat vor allem eines gezeigt, und dass wir auf dem richtigen Weg waren, als wir mit den Mindeststandards für die Erstaufnahmeeinrichtungen auch eine Mindeststandards für Sprachunterricht eingeführt haben, flächendeckend, dass wir flächendeckend in allen Erstaufnahmeeinrichtungen tatsächlich Sprachunterricht, Sprachförderung, Kinderbetreuung mit ersten Worten, mit ersten kulturellen Werten, die man dort vermittelt, mit vielen Beschäftigungsangeboten, weil das war ja gerade am Anfang nach den ersten Ankömmlingen, die, wenn man sich noch in Erinnerung ruft, die traumatisierte Ankunft, wie schlecht es den Leuten dort ging und wie sich das so langsam nach den einigen Wochen dahin entwickelt hat, dass sie auch wieder aktiv werden wollten, dass sie Sprache lernen wollten, dass wieder ein Wissensdurst besteht, auch wieder ein Bedürfnis nach Lernen entstand, dann waren wir auch in der Lage, eine Fülle von Angeboten flächendeckend anzubieten. Und das ist genau der Punkt. Es geht darum, genau, passgenau dort Angebote in den Einrichtungen zu machen. Daran will auch niemand rütteln. Ganz im Gegenteil, das bauen wir Schritt für Schritt auch aus. Also, dem Recht auf Beschulung geht natürlich parallel einher das Recht auf ein Kindeswohl, auf ein geschütztes Ankommen und dann gleichzeitig auch das Recht darauf, dass sie ein adäquates Angebot bekommen auf eine schulische Angebote, Bildungsangebote, Betreuungsangebote. Ich finde, da sind wir mit einer Fülle von Maßnahmen am Start. Frau Ravensburg hat es zu Recht genannt, die Barfußschule ist ein gutes Modell. Es gibt noch viele weitere andere. Ich finde, dass die Landesregierung, dass wir CDU und Grüne im Aktionsplan, SPD trägt den Aktionsplan mit, dass wir dort in einer Fülle von Ideen, Anregungen, Maßnahmen, Veränderungen, Verbesserungen täglich daran arbeiten, dass den Kindern das Bestmöglichste geliefert wird, weil es besteht kein Zweifel daran, dass die Vermittlung der deutschen Sprache und die Bildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt für alle Flüchtlinge und für Kinder im Besonderen von entscheidender Bedeutung sind. Darüber kann es keinen Zweifel geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und deswegen glaube ich auch, haben wir das in unserem Antrag noch einmal festgestellt, in unserer Haltung, es gibt ein Recht dem gegenüber auf Beschulung, dem gegenüber steht, dass wir mit Fingerspitzengefühl und gleichzeitig mit voller Intention darauf achten, dass allen Kindern das bestmöglichste Angebot unterbreitet wird. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und möchte deshalb meine Rede beschließen, auch wie das meine Vorrednerinnen und Vorredner getan haben, dass, liebe Barbara Cárdenas, ich dir alles Beste für die Zukunft wünsche. Sei dir versichert, dass der Applaus, der hier war, auch mit, garniert war, unter anderem mit der Freude einiger politischer Gegner, dass du gehst. Das ist ja auch ein Kompliment, wenn jemand ausscheidet, so einige sagen, endlich haben wir mal eine kompetente Gegnerin weniger. Auch das darf man als Kompliment mitnehmen, wenn man geht aus der Partei Die Linke. Alles in allem weiß ich, aber fällst du, wir haben uns vorhin ja noch kurz unterhalten können. Du fällst auf die Füße, ich weiß es, du hast schon eine Menge vor. Ich wünsche dir für deine Zukunft viel Erfolg und viel Spaß noch. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Sozialminister, Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich beginne auch mit den guten Wünschen persönlich für die Zukunft, Frau Kollegin Cárdenas. Jeder hat ja die Erlebnisse und eine Begegnung über diese viele Zeit. Ich will an der Stelle von meiner Seite persönlich sagen, dass ich Ihre konstruktive Art bei der Arbeitsgruppe Inklusion im Rahmen des Bildungsgipfels sehr schätzen gelernt habe. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Was den Antrag, der heute vorliegt, anbelangt, schließe ich mich den Argumenten der Redner der Koalitionsfraktionen, der SPD und der FDP an. Und um das nicht noch einmal zu wiederholen, gebe ich meine Rede zu Protokoll. Herr Minister, herzlichen Dank. War vernünftig. Und wir hätten damit die Debatte beendet. Die beiden Anträge, Top 10 und 44, beide Anträge in den Fachausschuss. Ja, SIA und beratend, mitberatend KPA. Ja, was heißt ja? So steht es hier. Ja. Machen wir so, ne? Gut.